ermitteln wir mit TED den Sieger 1990. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung im Voraus und viel Vergnügen. Gott, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Superhit-Parade der Volksmusik live aus der Ortenau-Halle in Offenburg. Ja, eine Hitparade der Superlative. Die können wir Ihnen heute Abend wirklich bieten. Denn 14 der beliebtesten Stars der Volksmusik. Die stehen dort hinter der Dekoration, natürlich alle ein bisschen aufgeregt, nervös. Wer wird heute Abend das Rennen machen? Aber wer siegen wird, das entscheiden ja Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Ganz in Ruhe, per TED, wie immer, aber mehr darüber später. 8 verschiedene Edelsteine sollen unseren Künstlern Glück bringen. Denn es ist ja so, dass die Edelsteine eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wir haben uns gedacht, Sie brauchen ein bisschen Unterstützung, wenn Sie sich mit Ihren Liedern um diese Trophäe, um unsere Art von geschliffenem Bergkristall bewerben. Und der Bergkristall, hier liegt nämlich ein Prachtexemplar, das ist ja das Symbol für die Vollendung, die Sonne. Und er soll auch die positiven Fähigkeiten von allen Edelsteinen in sich vereinigen. Und außerdem heißt es ja, er soll die Intuition und die Konzentration fördern. Also was liegt da näher, als dass ich ihn unseren Künstlern widme. So, aber für die ersten Bewerber, da ist heute Abend der Granat zuständig. Und so sieht er aus, so findet man ihn zum Beispiel im Zillertal, Ötztal, im Bayerischen Wald und auch im Erzgebirge. Seit seinen ersten Erwähnungen in der Geschichte wird der Granat ja als Schutzstein angesehen und man sagt ihm auch nach, er würde alles Unheil abwehren. Und somit wurde er zum Symbol für den Schutzengel. Er passt also hervorragend zu dem Lied, das jetzt 3 herzerfrischende junge Leute singen, nämlich Jeder hat seinen Engel. Und hier ist sie, die Gruppe Herzblatt.
Der Aquamarin ist der nächste kristallene Pate für unsere Bewerber. Und wenn man einer alten Fabel Glauben schenken darf, dann entstammen ja diese blauen Steine dem Schatzkästchen der Wasserfeen. Sie lebten in den Tiefen des Nordmeeres und wühlten vor Übermut die Wogen des Ozeans auf, wenn junge, gut aussehende Fischer an ihr Tagwerk gingen. Ja, und wenn sie dann ganz besonders fröhlich waren, dann nahmen sie die Aquamarine und bemalten damit Himmel und Meer in den schönsten Blautönen. Also ich glaube, der Aquamarin passt bestens zum Land im Norden, das gesungen wird vom Heimatduo Judith und Mehl. Er passt aber auch sehr gut zu der Bitte einer Künstlerin, die uns sagt, lieber Gott, lass uns erhalten, weil man nämlich dem Aquamarin auch die Kraft zusagt, er würde die Menschen besonnen und friedlich stimmen. Ja, hier ist Bianca. Es war einmal die Geschichte an, die man Kindern, wenn sie fragen, von der Welt erzählen kann. Es waren Wälder ohne Zahl, Seen hell wie Kristall, rein und klar war das Meer, lang, lang ist's her. Lieber Gott, lass uns erhalten, was du geschaffen hast. Wir sind doch sie fragen dann und können nicht verstehen, warum wir einfach zugeschaut und ließen es geschehen. Wo sind die Tiere, wo der Wald? Warum wird die Erde kalt? Warum habt ihr nichts getan? Komm, fangen wir an. Lieber Gott, lass uns geschaffen hast. Wir sind doch hier auf Erden, allen nur zu Gast. Gib der Zukunft eine Chance, lass uns lernen und verstehen. Mit uns das hohe Lied auf unser
Land. Land im Norden, herb und klar, du Schmuckstück hinterm Deich. Zwei Meere, Inseln, Heideland, wie bist du doch so reich? Land im Norden, oft verkannt, dein Charme heißt Ehrlichkeit. Zu dir zieht es mich alle Zeit. Land im Norden, grün und weit, wer immer hier gewohnt, ist wie das Land, ist wie die See aus rechtem Schrot und Korn. Wer gerne in die Weite schaut, der fühlt sich hier zu Haus, weil hier kein Berg die Sicht verbaut, dies Land sieht endlos aus. Ob Flensburg, Husum oder Kiel, ob Hamburg oder Leer, ob Lübeck oder Lüneburg, uns fällt die Wahl nicht schwer. Land im Norden, herb und klar, du Schmuckstück hinterm Deich. Zwei Meere, Inseln, Heideland, wie bist du doch so reich? Land im Norden, grün und weit, wer immer hier geboren, ist wie das Land, ist wie die See aus rechtem Schrot und Der Beryl, liebe Zuschauer, ist ein ganz besonders ausgefallener Edelstein. Es gibt ihn so in Gelb-Grün wie hier. Und zum Beispiel die blaue Variante, die haben Sie bei unseren vorigen Künstlern kennengelernt. Das war der Aquamarin. Und wenn der Beryl ganz grün ist, dann ist es ein Smaragd. Interessant ist aber noch, dass zum Beispiel die Brille nach dem Beryl benannt wurde, nachdem im 13. Jahrhundert in Florenz die erste Brille aus einem Beryl für Weitsichtige geschliffen wurde. Aber auch sehr magische Kräfte werden diesem Stein zugeschrieben. Eine war schon im alten Mesopotamien bekannt, zum Beispiel ein Beryl neben dem Nachtlager und die Träume werden vergoldet. Und mit dieser Bedeutung passt dieser Stein ausgezeichnet zu Stefan Ross, der uns gleich seine Trompetenträume präsentiert. Aber der Beryl trägt auch dazu bei, dass die Liebe vergrößert wird. Also wenn es mal Tränen gibt, dann schenken Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin eben einen kleinen Beryl. Und das heißt, wenn ich mir recht überlege, kann es natürlich auch ein großer Diamant oder ein Smaragd sein. Also ich kann nur sagen, jetzt kommen sechs Burschen und die haben in einer solchen Situation ein ebenso gutes Mittel. Denn sie singen einfach, Tränen passen nicht zu dir. Hier sind sie, die Kastelruther Spatzen. Zu dir viel zu schade sind dafür deine Augen, mein blondes Kind. Sie sind schöner, wenn du lachst und mich damit glücklich machst. Glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme. Dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Tränen wachsen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum Fröhlichsein. Rosmarie, wenn ich dich weinen seh, ahnst du nicht, wie nahe mir das geht, weil es auf der Welt sonst keinen gibt, der dich so wie ich von Herzen liebt. Tränen wachsen
passen nicht zu dir, viel zu schade sind dafür deine Augen, mein blondes Kind. Sie sind schöner, wenn du lachst und mich damit glücklich machst. Glaub mir, dafür sind sie noch bestimmt. Bist du mal traurig, ich komm in meine Arme, dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Tränen passen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum fröhlich sein. La 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 la. Damit glücklich machst, glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme, dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Tränen passen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum fröhlich sein. Ja, nur geboren zum fröhlich sein. Thank you.
Ja, wer viele Türkise besaß, galt im Altertum als unermesslich reich. Und in Persien gab es ein geflügeltes Wort, nämlich die Hand, die einen Türkis trägt, wird niemals arm werden. Also somit steht der Stein für Reichtum, aber nicht nur für äußeren, sondern auch für inneren Reichtum. Und wie man solch inneren Reichtum erlangen kann, das erfahren wir jetzt von Patrick Lindner in seinem Lied »Die kleinen Dinge des Lebens«. Nun, seit der Biedermeierzeit steht der Türkis allerdings auch als Freundschaftsstein. Das hat sich eigentlich bis heute gehalten. Und nachdem er zudem durch seine sehr intensive Farbe die Unendlichkeit des Meeres und des Himmels symbolisiert, finde ich, ist der Türkis der richtige Stein für die Gruppe Godewind und ihr Lied »Alle Freunde an Bord«. Die Sonne lacht vom Himmel, sail away, ruft die See. Ein Schwarm weißer Möwen fliegt in Luft und in Blick. Heute sind wir auf Inselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord, alle Freunde an Bord. Wir führen uns wie Störtebeker auf Godewind. So frei wie Piraten sein wir überall hin. Heute sind wir auf Inselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord, alle Freunde an Bord. Die Sonne lacht vom Himmel, sail away, ruft die See. Ein Schwarm weißer Möwen fliegt im Luft und im Licht. Heute sind wir auf Inselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord, alle Freunde an Bord. Der salzige Seewind, er spielt ein Lied. Wir hören's von fern, die alte seefahre Melodie. Wir hören sie so gern. Scheint morgen die Sonne und ruft uns die See. Die Möwen, sie fliegen in Luft und in Licht. Dann gehen wir auf Inselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord, alle Freunde an Bord. Die Sonne lacht vom Himmel, sail away, ruft die See. Ein Schwarm weißer Möwen fliegt in Luft und in Licht. Heute sind wir auf Inselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord. Die Sonne lacht vom Himmel, sail away, ruft die See. Ein Schwarm weißer Möwen fliegt in Luft und in Licht. Heute sind wir auf Inselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord, alle Freunde an Bord, alle Freunde an Bord. Geld nicht kaufen kann.
ein Mensch dir seine Zeit und hält sein Herz für dich bereit. Du weißt, du bist heute nicht allein, das ist ein Grund zum Glücklichsein. Die kleinen Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens. Wenn du nicht siehst, dass die Blumen blühen, der Rosenquarz, liebe Zuschauer, der gehörte schon im Mittelalter zu den begehrtesten Schmucksteinen. Damals wurde er im Böhmerwald abgebaut und beispielsweise für die Verzierung der Wenzelskapelle in Prag verwendet. Und in einer Anekdote wird berichtet, dass Zar Peter der Große die Liebe seiner zweiten Frau Katharina mit einem riesigen Rosenquarz erringen wollte. Und das ist ja auch gut gegangen. Allerdings kann heute niemand mehr sagen, ob es an der magischen Kraft des Steines lag oder an den 100 Diamanten, die ihn umgaben. Aber wie auch immer, der Rosenquarz ist ein heiterer Stein, der die Lebensfreude erhöht. Also genau passend zu den drei lustigen Mosachern und ihrem Titel Engel Summer Olinit. Der Rosenquarz, tja, wird aber auch von den Mädchen heute, von den jungen Damen, sehr gerne als Schmuckstück getragen. Denn es hat sich überliefert, dass er Glück in der Liebe bringen soll. Und wahrscheinlich rührt diese Deutung von seiner blass- bis dunkelrosa Farbe her, die ja an Rosenblüten erinnern, von denen er auch den Namen hat. Also der ideale Stein für Gitti und Erika und ihr Liebeslied »Solang noch rote Rosen blühen«. Seiner Frau drei rote Rosen heim, denn damit will er durch die Blume sagen, ich hab dich lieb, nur dich allein. Wenn sie sich dann zärtlich an ihn schmiegt und ihn nach dem Sinn des Lebens fragt, dann nimmt er sie in seine starken Arme und es ist schön, wenn er ihr sagt. Wird unsere Welt sich weiter drehen.
der hat einen Durst. Einem, dem ist alles wurscht. Einer wollt's Radl holen, einer hat's gestohlen. Einer, der kriegt nicht gut. Einer will bloß seine Ruhe. Einer macht's Kistl auf, einer haut's zu. Zweimal hat gesagt, Mandl hat gesagt, Boni hat gesagt, Froni hat gesagt, jeder hat gesagt, eins ist gewiss, ist halt wie es ist. Einer kriegt gar nicht drauf. Einer mag Schnapseln, regt. Einer ist schon schlecht. Einer liegt faul im Wind. Einer, der spielt Roulette. Einer, der spürt die aus von A bis Z. Zweimal hat gesagt, zweimal hat gesagt, der Kari hat gesagt, der Luki hat gesagt, jeder hat gesagt, eins ist gewiss, sie ist halt wie es ist. Einer liegt allweil quer. Einer kennt alle Tricks. Einer weiß nix. Einer ist hier vom Fritz. Einer macht blöde Witz. Einer sagt, du mich auch, dann sind wir quitt. Zweimal hat gesagt, zweimal hat gesagt, zehnmal hat gesagt, zehnmal hat gesagt, jeder hat gesagt, eins ist gewiss, ist halt wie es ist. Zuschauern, wenn das kein Prachtexemplar von Amethyst ist, also er soll unseren nächsten beiden Bewerbern um die Trophäe der Superhitparade der Volksmusik beistehen. Eigentlich ist das ja ein Edelstein von sehr widersprüchlicher Deutung, denn die alten Griechen, die glaubten ja, dass er vor Trunksucht schützt. Denn das altgriechische Wort Amethyein heißt ja so viel wie nicht beschwitzt. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das im Ernstfall auch wirklich was nützt. Aber wegen seiner violetten Farbe wird der Amethyst ja auch der sanften Traurigkeit zugeordnet und passt deshalb bestens zu dem Lied Heimweh nach der Heimat, gesungen vom Original Naphtal Duo. Ja, und wegen seiner violetten Farbe wurde er ja auch einst sehr gerne von Bischöfen und Kardinälen getragen und symbolisiert eigentlich heute noch Bescheidenheit, Seelenfrieden, Frömmigkeit. Und in dieser Deutung gehörte zu dem Titel Da droben auf dem Berg steht der Kirchhall. Hier ist das Alpentrio Tirol. Auf dem Berg bei dem Kirchhall
uns an alle fort. Gib mir dein Hand und ich werd dir was zorn, dann geht's da gleich wieder gut. Ja, da drum auf dem Berg steht eine Kirche, ganz verlassen, der Weg ist recht weit. Und da drum auf dem Berg bei dem Kirche, ja, da grüßt dich ein wunderschönes Kleid. Und dann steh ich ganz oben und schau übers Land und mir ist fast, als gab mir der Herrgott die Hand. Ja, da drum auf dem Berg steht eine Kirche und es hilft mir in Freude und in Leid. Und es hilft mir in Freude und in Leid. Turmalin, liebe Zuschauer, ist einer der farbenprächtigsten Edelsteine, denn es gibt ihn in fast allen Farben.
Schon die alten Griechen kannten ihn, er geriet dann wieder in Vergessenheit. Und erst holländische Seeleute haben ihn dann im 18. Jahrhundert von Ceylon wieder nach Europa gebracht. Dadurch widerfuhr ihm sozusagen eine Wiederentdeckung. Und man berichtet ja, dass ein reich mit Turmalinen beladener Segler auf der Heimreise nach Holland im Ärmelkanal in einen Sturm geriet und das Boot drohte, von den haushohen Wellen umschwemmt und sozusagen unterzugehen. Und dann nahmen all die Seeleute die Säcke voll Turmaline, warfen sie ins Meer und wie durch unsichtbare Hand wurde das Schiff trotz weiterhin anrollender Wogen verschont. Und auch heute gibt es noch so manchen Küstenbewohner, der glaubt, dass der Turmalin ihn vor den Gefahren der See schützt. Also ich hoffe, dass dieser Stein jetzt der Gruppe Nordwind viel Glück bringt bei ihrem Lied Das Leben auf der Hallig. Tja, und dann kann ich nur sagen, früher war man ja auch der Meinung, dass der Turmalin die Dunkelheit erleuchte. Und unsere nächsten beiden Künstler, die brauchen eine zweifache Erleuchtung, wenn sie nachts vom Weine kommen. Erstmal eine Erleuchtung der Straße und dann eine Erleuchtung bei der Ausrede, die sie ihren daheimgebliebenen Frauen nämlich servieren. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und viel Vergnügen mit den Wildecker Herzbuben und Herzlein. Letztes Glas mit alten Freunden, die geht allein nach Haus. In den Straßen, in den Gassen gehen langsam die Lichter aus. Ich sehe auf einmal im Mond gleich zweimal, deshalb der Wein gemacht. Wie weißt du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch wach. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und Schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur ein Engel sein. Da ist schon der Bahnhof und das Auge wird's aus. Sie geht noch einmal nein. Ich glaub, ich könnt noch paar Glase vertragen. Ach geh, ich lass es sein. Alles bewegt sich, der Kirchturm erdreht sich, deshalb der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch wach. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht mehr allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur ein Engel sein. Und schau mal, Herzlein, ihr könnt irgendwo an irgendeinem Zipfel der Welt sein. Oder sogar in der kleinen Kneipe unserer Straße. Ich werd immer wieder zu dir zurückkommen. Und weißt, was ich sagen werde? Herzelein, du musst nicht traurig sein. Wie weißt du, bist nicht der allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein. Weg. Und hier und dort ein Bohlensteg,
Gräben, die das Land durchziehen. Marsch und Land, nass und grün. Ein Damm führt in die Welt hinaus. Allein auf der Wacht, ein Bauernhaus. Möwen schwirren hin und her. Eiland tief im Wattenmeer. Leben auf der Hallig vor der Küste von Nordfriesland. Das heißt tobende Brandung und stilles Glück. Leben auf der Hallig, Holland, Hoge, Nordstrand. Wann holt sie das Meer zurück? Leben fern unserer lauten Zeit. Hauch von Ewigkeit, mal Paradies, mal große Flut. Doch wie es ist, so ist es gut. Und wenn es dann Land runter heißt, das Meer ein Stück Land mit sich reißt, spürst du wieder, wie klein du bist, dass nichts unvergänglich ist. Leben auf der Hallig vor der von Nordfriesland. Das heißt tobende Brandung und stilles Glück. Leben auf der Hallig, Holland, Hoge, Nordstrand. Wann holt sie das Meer zurück? Damit kommen wir schon zu unserem achten Bewerber um die Siegertrophäe. Und da haben wir uns den Lapislazuli ausgedacht. Übrigens, all diese wunderschönen Rohedelsteine wurden uns freundlicherweise vom Deutschen Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein zur Verfügung gestellt. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich dafür bedanken. Ja, der Lapislazuli im alten Orient sah man in ihm die Verkörperung des Sternenhimmels. Und auch magische Kräfte hat man ihm zugeschrieben. Wie das Firmament, das sich über die Erde spannt, sollte er die Menschen und ihre Heimat beschützen. Und ich finde, der Lapislazuli ist damit der ideale Stein für Künstler, die jetzt die Schönheiten ihrer Heimat besingen. Hier sind sie, die Tisnerburm, und spiel mir ein Lied aus der Heimat. In den Bergen, da war er zu Haus. So spießig wie wir waren, das hielt er nicht aus. Er stieg in ein Flugzeug und flog übers Meer, ganz weit von uns weg, und er kommt niemals mehr. Dort drüben hat er Karriere gemacht, stolz auf das Haus und die eigene Yacht. Doch am Abend trinkt er in der Bar zu viel Bier. Drum sagt er voll Sehnsucht zum Mann am Klavier: Spiel mir ein Lied aus der Heimat.
erste Heimat. Da blühen die Rosen so schön. Ja, das waren jetzt 8 Edelsteine für unsere 14 Bewerber um die Siegertrophäe bei der Superhitparade der Volksmusik. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, all diese Künstler noch einmal hören möchten, kein Problem. Sie sind nämlich alle auf dieser Platte aufgenommen, die es natürlich auch als MC und CD gibt. Und übrigens hat sie den gleichen Titel wie unsere Sendung, nämlich die Superhitparade der Volksmusik. Also mit dieser Platte machen sich zu Hause sehr viel Freude, sich, vielleicht auch ihren Freunden, denn sie hat herrliche Musik. Musik, ja, die die Liebe zu den Menschen und die Liebe zur Heimat zum Thema hat. Und man sollte ja die Heimatliebe nicht nur in Liedern besingen, sondern man sollte auch ein bisschen was dafür tun. Und darum gehen 2 Mark von jeder Platte an die Stiftung Denkmalschutz, die sich mit viel Begeisterung bemüht, unsere altehrwürdigen Bauwerke und Denkmäler zu bewahren, zu schützen, zu erhalten. Denn unsere Heimat, sie besteht ja nicht nur aus Wiesen, Feldern, Wäldern und Flüssen, sondern auch aus den steinernen Zeugen unserer Kultur. Also Burgen, Kirchen, Rathäuser, aber auch Wohnungen, Brunnen und sonstige Denkmäler. Die Träume, Hoffnungen und Wünsche der Menschen, die vor uns auf der Welt waren, leben zum Teil in diesen Steinen noch. Und auch ihre Erfahrungen und ihr Wissen. Ich finde, wir sollten unseren Kindern vielleicht mehr hinterlassen als steinerne Fassaden aus Sichtbeton mit verspiegeltem Glas, sondern wir sollten das weitergeben, was wertvoll und erhaltenswert ist, unsere Denkmäler. Ich darf Ihnen also diese Platte sehr ans Herz legen. Und Ihnen darf ich vielleicht eine Freude damit machen, mit dieser Platte. Bitte schön. Bevor Sie nun, liebe Zuschauer, per TET entscheiden, wer heute Abend bei uns gewinnen wird, ja, möchte ich Ihnen alle unsere Künstler noch einmal vorstellen, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Jeder Titel hat eine Nummer, und die Ihres Favoriten, die notieren Sie sich bitte, denn die hängen Sie anschließend an die TED-Telefonnummer an, die ich Ihnen noch geben werde. Also jetzt bitte gut aufpassen und unseren Schnellrücklauf bitte mit allen Künstlern. Tugende Brandung und stilles Blühen.
Geist, du bist mit mir allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, wie werd dir noch einmal verzeihen? Ein Bedarf, der hat niemand drummen. Ich lach aus, du weißt nicht, wie sehr sie mir fehlt. Dieses Heim, Bedarf, der hat niemand, das halt ich nicht aus. Ja, da drum, auf dem Berg steht eine Kirche. Ein Schwan weißer Möwen fliegt im Luft und im Licht. Heute sind wir auf Pinselturn mit Kurs Richtung Nord. Alle Freunde an Bord. Zu dir, viel zu schade sind dafür deine Augen, mein blondes Kind. Sie sind schöner, wenn du lachst und mich damit glücklich machst. Glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme, dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Land im Norden, ja und klar, du Schmuckstück. Hinterm Deich, zwei Meere, Inseln, Heideland, wie bist du doch so reich? Land im Norden, grün und weit, wer immer hier geboren. Lieber Gott, lass uns erhalten, was du geschaffen hast. Wir sind noch hier. Großartige Interpreten, 14 starke Titel, also ich kann mir vorstellen, es wird eine schwere Entscheidung. Aber Sie, liebe Zuschauer zu Hause, Sie machen doch jetzt mit. Sie haben sich längst die Endziffer Ihres Favoriten notiert und die hängen Sie bitte an folgende TET-Nummer an. 0137044. Und ich darf Sie bitten,
jetzt gleich anzurufen. Übrigens, die Zuschauer aus den neuen Bundesländern werden natürlich bei unserer Superhitparade der Volksmusik auch mit. Und Sie haben bereits Ihre Favoriten am 2. Dezember in der Sendung, das heißt bei Radio Aktuell, telefonisch abgegeben, und zwar in der Sendung Die Spitzenreiter der Volksmusik. Also unsere TED-Ausscheidung, die enthält bereits dieses Ergebnis und setzt sich sozusagen zusammen aus den TED-Anrufen von heute, die also anschließend nach Mainz kommen, und auch aus den Anrufen, die bei Radio Aktuell eingegangen sind. So, liebe Zuschauer, und nun kommen wir zu einem sehr liebenswerten Kollegen, den ich sehr schätze, nämlich zu Frank Elstner. Er ist leider heute Abend nicht bei uns, was schade ist, aber Sie können zu ihm kommen in seine große Samstagabendsendung. Wer nämlich gerne dichtet, wer auch komponieren kann oder vielleicht singen, der hat die Nase vorn. Frank Elstner sucht nämlich für seine große Weihnachtssendung am 22. Dezember den schönsten, fröhlichsten und witzigsten Wunschzettel. Also schreiben Sie sozusagen ein Wunschzettellied. Sagen Sie, was Sie sich wünschen, was Sie Ihren Freunden wünschen oder was Sie uns wünschen. Und Sie können dann dieses Gedicht auf eine bekannte Melodie texten, aber auch auf bekannte Melodien, zum Beispiel aus den Bereichen Pop, Schlager, Volksmusik oder Oper. Aber wie gesagt, wenn Sie selbst komponieren könnten, dann sollten Sie das schon ausnützen. Die drei Verfasser der witzigsten und schönsten klingenden Wunschzettel lädt dann Frank Elstner in seine Sendung ein. Einsendeschluss ist der kommende Freitag, also morgen in einer Woche, der 14. Dezember. Und Ihre Musikkassette, die schicken Sie an folgende Anschrift. Redaktion Nase vorn, ZDF, Postfach 4040, 6500 Mainz 100. Also lassen wir uns überraschen, was dabei herauskommt. So, und nun zu einem Künstler, da bin ich sicher, dass er mal eine ganz starke Konkurrenz in der volkstümlichen Hitparade sein wird. Er spielt nämlich Geige, Querflöte, Gitarre, Klavier, Bass, aber sein Lieblingsinstrument, das ist die Panflöte. Ihn fasziniert die Sehnsucht, die Wehmut, die sie ausstrahlt. Und es gibt wenige, die diese Panflöte, dieses Instrument so virtuos beherrschen wie er. Genießen Sie also einen wunderschönen Melodienreigen, sozusagen Panträume, mit Edward Simoni und seinen Musikanten.
Zuschauer, ich glaube, ich habe Ihnen wirklich nicht zu viel versprochen. Ein Meistervirtuose auf der Panflöte. Bisher blühte er im Verborgenen. Das war sein erster Fernsehauftritt. Edward, kommen Sie zu mir. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wunderbar. Das war wirklich ein Riesenerfolg für den ersten Auftritt. Sagen Sie, wo kommen Sie denn her? Ich komme genau aus Oberschlesien, komme ich. Das ist Schlesien, das liegt in heutigen Polen. Bin ich geboren in Beuthen, das liegt 20 Kilometer von Katowice. Dort bin ich geboren, dort habe ich die Musikschule besucht. Später bin ich nach Katowice umgezogen. Und dort habe ich die Querflöte, wie Sie schon gesagt haben, erfahren. Ich habe studiert. Ich meine, Edward, Sie spielen ja 6 Instrumente, perfekt. Welches ist nun das Schwierigste? Das ist schwierig zu sagen, das ist relativ. Also ein kleiner Unterschied zwischen Violine und Bass wird doch sein, oder? Ja, natürlich, aber würde ich sagen, Panflöte ist auch ein sehr schweres Instrument. Das sieht so leicht aus, man sieht, es sind nur paar Pfeifen, die zusammengebunden sind. Aber die Abstände richtig zu treffen auf dem Instrument ist gar nicht so einfach. Aber Edward, wir sind ja heute in der Weihnachtszeit, 6. Dezember, man schreibt die Wunschzettel. Was würde auf Ihrem Wunschzettel für 1991 stehen? Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe, dass ich den musikalischen Erfolg, musikalische Erfolg kommt und dass meine neueste Platte bei den Leuten, beim Publikum gut ankommt. Und vor allem wünsche ich mir, dass die Golfkrise bald beendet ist und dass endlich Weltfrieden bleibt. Das ja. Wünschen wir uns alle. Vielen Dank, Edward. Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt. Ich rufe jetzt Mainz. Hallo, einen schönen guten Abend, Herr Denninger. Bitte würden Sie jetzt den Tett abfahren, bitte. Steht fest, der Sieger der Superhitparade der Volksmusik 1990. Es sind eben doch die kleinen Dinge des Lebens. Patrick Lindner. Patrick, ich glaube, bei dieser herzlichen Umarmung hat mein Mikro jetzt etwas gelitten. Entschuldige. Also so stürmisch. Entschuldige. Ich gratuliere dir. Patrick. Caroline. Was sagst du denn jetzt? Bei diesem Sieg? Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
Also, ich muss jetzt ehrlich ganz eins sagen, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und ich würde jetzt am liebsten diesen schönen Preis in 14 kleine Teile schneiden und jedem ein Stück davon abgeben. Ja, und zu dir, Caroline, muss ich sagen, du bist ja wahrscheinlich irgendwo, ja, mein Glückskind, ne? Ich freue mich, sag mal, Patrick, so die kleinen Dinge des Lebens. Welche Dinge gehören denn für dich dazu, dass das Leben ganz harmonisch, glücklich und zufrieden ist? Ja, ich muss auf die Worte zurückkommen, die der Edo vorhin gesagt hat. Es gibt nichts Schöneres, als dass wir wirklich auf der ganzen Welt in Frieden leben können. Und das wünsche ich mir auch. Patrick, alle guten Wünsche für dich. Mach weiter so, auch im nächsten Jahr. Danke. Jetzt musst du allerdings langsam wieder was Neues einfallen, ne? Naja. Gell? Und jetzt wollen wir natürlich die kleinen Dinge des Lebens noch einmal hören. Gerne. Drexton soll ihn da abnehmen. Ja, ja, du kannst ihn behalten. Die kleinen Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens. Wenn du nicht siehst, dass die Blumen blühen, über dir Sterne glühen, nimmst du sie dankbar entgegen. Die kleinen Dinge im Leben, dann brauchst du gar das Herz allein. Und wenn dir mal in deiner kleinen Welt manchmal das bisschen Glück noch fehlt, frag einen Augenblick, was ist das Glück auf Erden? Es kann heute ein Kinderlachen sein, so eine Hand voll Sonnenschein, Dinge, die sich ein reicher Mann mit seinem Geld nicht kaufen kann. Die kleinen Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens. Wenn du nicht siehst, dass die Blumen blühen, über dir Sterne glühen, nimmst du sie dankbar entgegen. Die kleinen Dinge im Leben, dann brauchst du gar Zuschauer, herzlichen Glückwunsch nochmal Patrick Lindner, dem Sieger der Superhit-Parade der Volksmusik 1990. Aber ich möchte mich an dieser Stelle bei allen unseren Künstlern ganz herzlich bedanken, dass sie gekommen sind und dass sie sich diesem Wettbewerb gestellt haben und dass sie dazu beigetragen haben, dass das so ein großartiger Abend wurde. Ja, auch wenn es recht spannend zuging, so sollten wir doch diesen Abend
ein bisschen besinnlich ausklingen lassen. Und zwar mit zwei wunderschönen Weihnachtsliedern, gesungen vom Coro Cross Corona. Und zwar stammen diese Lieder aus der neuesten LP dieses Chores. Und vielleicht senken auch diese Lieder ein wenig das in unsere Herzen, was in der Hektik des Alltags so leicht unterzugehen vermag, nämlich die heitere Ruhe und die Zufriedenheit. Also denken wir an die kleinen Dinge des Lebens. Ja, und wenn nachher alle Künstler auf der Bühne stehen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Zuschauer, hier in der Ortenauhalle in Offenburg mit einstimmen würden und wir alle gemeinsam mit dem Trientiner Bergsteigerchor Coro Cross Corona singen O du Fröhliche und Süße die Glocken nie klingen. Ich darf mich schon von Ihnen verabschieden. Einen schönen Abend und vor allem einen frohen Advent.